der zweite Teil. Lief, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir einmal zum letzten Teil, und zwar zum Teil 3. Und wie gesagt, der wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch das kriegen wir hin mit den ganzen Grundlagen, die wir gerade geübt haben. Okay? Ja? Und zwar fangen wir jetzt einmal an. Wir haben ja gerade in der letzten Aufgabe den Ball durch die Beine genommen. Jetzt werden wir mal den Ball durch die Beine nehmen und hochwerfen und dann fangen. Das heißt, ich nehme mal meine linke Hand, nehme den Ball immer übers Bein, um das Bein, Entschuldigung, werfe den Ball hoch und fange ihn auf. Auf der anderen Seite genauso. Zack und hochwerfen. Zack und hochwerfen. Zack und hochwerfen. Zack, hochwerfen. Zack, hochwerfen. Zack, hoppala, hochwerfen. Probiert's aus. Sehr gut. Als nächstes machen wir einmal die nächste Aufgabe. Und zwar Augen zu. Ja. Und zwar Augen zu ist immer ein bisschen immer schwieriger, natürlich, wenn man da nichts sieht. Da könnt ihr auch versuchen, den Ball auch nicht so hoch zu machen. Und zwar nehmen wir jetzt die Augen zu, werfen den Ball hoch und versuchen ihn aufzufangen. Hochwerfen, auffangen. Hochwerfen, auffangen. Ihr müsst doch gar nicht so hochwerfen, sondern einfach nur fürs Gefühl, dass ihr ungefähr wisst, wo auch der Ball steckt und ihn auch in Ruhe und einfach fangen könnt. Das heißt hochwerfen und auffangen. Hochwerfen, auffangen. Hochwerfen, auffangen. Ja? Probiert's aus. Los geht's. Sehr gut. Als nächstes nehmen wir jetzt ein bisschen Bewegung dazu. Okay, wir bewegen uns jetzt ein bisschen. Und zwar gehen wir durch die Halle oder durch euren Garten oder durch euer Zimmer, wie ihr möchtet. Und prellt den Ball und bewegt euch noch ein bisschen. Okay? Das heißt, ihr nehmt den Ball, werft ihn auf den Boden, prellt den und bewegt euch dabei. Dann könnt ihr die Hand mal wechseln, die linke Hand den Ball werfen. Nicht aber trotzdem, dass ihr mit beiden Händen den Ball wieder auffangt. Probiert's aus. Sehr gut. Wir bleiben bei der Bewegung. Und zwar bewegen wir uns jetzt mal wieder. Ja, und werfen den Ball hoch und fangen ihn auf. Ja, ohne Prellen, sondern hochwerfen und fangen. Hochwerfen und fangen. Ja, außer Bewegung, hochwerfen und den Ball auffangen. Ganz wichtig natürlich, mit beiden Händen wird der Ball aufgefangen. Los geht's. Sehr gut. Das Ganze jetzt einmal rückwärts. Ja, rückwärts gehen und den Ball hochwerfen. Und probiert's aus. Hochwerfen, rückwärts. Natürlich immer wieder Ausschau halten, wo ihr hinlauft. Hochwerfen, fangen. Hochwerfen, fangen. Hochwerfen, fangen. Natürlich, wie gesagt, auch das nicht, dass ihr gegen den Schrank lauft oder so. Deshalb aufpassen. Ihr seid dran, probiert's aus. Jawohl. Das Ganze jetzt im Hopserlauf. Das heißt, wir nehmen den Hopserlauf, werfen den Ball hoch und machen dabei einen Hopserlauf. Okay? Dass wir einfach ein bisschen Bewegung bleiben. Hops, hops, hops. Genau, auch hier in Bewegung bleiben, Hopserlauf und dabei den Ball hochwerfen und auffangen. Probiert's aus. Jawohl. Okay, jetzt haben wir es fast geschafft. Ja? Bevor wir aber jetzt noch fast zu unserem Ende kommen, habe ich noch ein kleines Codewort für euch. Und zwar Patzuruball. Ja, für jeden Teil gab es ein Codewort. Und, sehr gut, genau, Codewort Patzuruball. So, jetzt werfen wir den Ball einmal hoch und springen hoch und versuchen den Ball aufzufangen. Das heißt, wir werfen hoch und springen und fangen ihn auf. Ja, also, wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch so machen, dass ihr erst in der Hocke startet, den Ball hochwerft und dann hochkommt. Okay? Aus der Hocke, Ball hoch und fangen. Ja? Aus der Hocke, hochwerfen und fangen. Probiert's aus. So. Das war einmal unsere Ball-Challenge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch was gebracht mit dem Fang. Und ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns das nächste Mal wieder und liebe Grüße, euer Doni. Ciao!